Wenn du gehst, ist eigentlich auch wieder so eine With or Without You Nummer, wo es darum geht, erstmal ordentlich abzukotzen und mich kotzt das alles an und das alles ganz arg furchtbar. Und am Schluss relativiert sich es wieder. Und man sagt dann, ach komm, jetzt gucken wir halt mal. Dieses Without Without You, das verfolgt dich schon so ein bisschen, gell? Seit Jahren. Ja, mir begegnet das auch öfters, wenn wir die Songs haben irgendwie. Was ich bei dem Wenn du gehst großartig finde, einmal in dem Song ist die Stimmlage, die extrem nach oben rausgeht. Finde ich sensationell. In der zweiten Stimme gehen die so richtig nach oben raus. Und am Ende dieses Songs haben wir dann diesen Schunkler, diesen Dreivierteltakt, ja, der mit reinkommt, der dem Ganzen so irgendwie so den Schmäh gibt, die Wärme gibt. Und der dann auch wieder versöhnt. Das ist auch wieder dieses Versöhnungsthema, was da am Ende mitschwebt. Aber er lässt sich wahnsinnig gut brüllen. Und ich finde tatsächlich. Ja, trotzdem, dass der With or Without You ist, ist der ein besonderes Juwel da draus irgendwie. Ja, musikalisches Juwel.